Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum Farmvlog Nummer 119, glaube ich, haben wir mittlerweile. Ja, so viele sind es schon. Ich habe es ja im letzten Video schon angekündigt, jetzt wird es auch mal Zeit, wieder den Mist zu verfahren und ja, da haben wir die Lore mit dem Mist gut voll, da kommt ein bisschen was zusammen. Der K15 hängt schon davor. Allgäuer geht wie gesagt noch nicht, da brauche ich immer noch einen Sprit dafür und solange so Feuchthausen ist, hat der Vater gesagt, dann will er nicht, dass der Bulldog schon wieder zusammengesaut wird. Hat er ja auch recht, das sei Schlepper und der ist wie gesagt im Altersteilzeit. Von daher natürlich der Schlepper, den ich mir extra dafür zusammengerichtet habe. Auch wenn es mittlerweile Leute gibt, die das als Spinnerei abtun und sagen, was willst du mit den blöden alten Kramen? Also ganz ehrlich, wer sowas behauptet, schaltet ab, geht weiter, macht was du willst. Ich verfahre meinen Mist und ja, schauen wir mal. Apropos Kramen. Was jetzt dringend Zeit wird, der Kühler muss trotzdem gemacht werden. Das Kühlerdicht, was ich rein habe, hat eine Zeit lang geholfen. Das ist das, wie gesagt, von Liqui Moly. Das setzt ja eigentlich zu. Aber der Kühler tropft leider schon wieder. Es läuft immer noch raus. Die Löcher sind scheinbar doch ein bisschen größer, also hat es nicht wirklich was gebracht. Habe leider immer noch keinen passenden Kühler aufgetan. Und ja, den Ersatzteilservice, wo ich angerufen habe, die haben wohl scheinbar noch nichts. Jetzt sind sie momentan auch im Betriebsurlaub. Bevor der Schlepper aber wirklich auf die Straße raus kann und bevor der Sommer mal kommt, wird es auf alle Fälle Zeit, dass der was kriegt, weil so geht's nicht. Gut, jetzt haben wir was. Ich bin gefragt worden, ob man den Kramer eigentlich auch starten kann, wenn man unten am Boden quasi gepumpt hat und dann drauf sitzt. Natürlich kann man das, ich starte ihn halt immer so. Also, was ich immer mache, prinzipiell, dreimal vorpumpen, Handgas, dann steige ich mal auf und dann starten wir nicht. Ja, wie gesagt, man kann den Schlepper natürlich von hier oben aus starten, das ist überhaupt kein Problem. Warum soll das nicht funktionieren? Ich glühe auch hier ganz normal vor. War jetzt nicht so lange, der ist vorhin schon gelaufen. Thank you.
Ja, den Mist haben wir wieder verfahren. Der Kram steht wieder in seine Halle drin, in seinem Parkplatz. Und da lassen wir jetzt das Rolltor gleich runter. Ja, die Motorhaube hat leider keinen Abnehmer gefunden. Schade drum. Naja, mal gucken, vielleicht findet sich noch jemand. Ich habe ja jetzt aktuell noch Teile rumliegen, also falls jemand Interesse hat. Ich hätte eine Motorhaube vom Kramer K15. Und ich hätte ein Lenkgetriebe vom Kramer K15. Spielfrei, vielleicht noch dazu zu sagen. Die. Einen Vorderachsbock, eine Vorderachse, Kotflügel, Vorderreifen bei Bedarf, da sind aufgezogen, ich glaube Reifen 5x16 oder so ähnlich, müsste ich jetzt lügen, ja 5x16, aber die müssten neu, und ich hätte Hinterräder rumstehen, inklusive Felge, eigentlich wollte ich die aufheben. In der Größe 7x30 und der andere war, glaube ich, sogar anders. Müsste ich jetzt lügen, aber 7x30 zumindest sind die. Ja, also wenn da jemand was braucht oder jemanden kennt, der was sucht, ich hätte noch was übrig. Ja, wie gesagt, fliegt noch rum. Was weg, das weg. Was machen wir hier gerade? Ich habe den Kippe hier unten weggefahren. Der Thomas, mein Bruder, kommt jetzt rein mit dem Radlader und mit der Greifzange. Der hat heute vor, ein bisschen was zu häckseln. Hackschnitzel sind leer. Und der Haufen hier unten kann weg. Ja. So schaut das Material aus. Das ist ein Haufen Kleinzeug. Das haben wir vor der Stadt gekriegt gehabt. Ah ja, das wegkommt. Ja, und weil ich immer wieder gefragt war, kannst du mal einen Häcksler zeigen? Klar. Das ist so ein Häcksler. Das ist ein Jensen-Häcksler. So schaut das ganze Ding aus. Damit Einzug. Mechanisch schwenkbares Rohr. Ja, so sieht die Sache aus. Thank you.
wieder einen Tag weiter. Gestern Abend hatten wir ja den Livestream. Ich zeige euch dann gleich noch was. Das bin ich nämlich beauftragt worden. Das soll ich ja mal machen. Jetzt geht es noch um was anderes. Und zwar folgendes. Ich habe ja gesagt, den Heuwender muss ich ja mal machen. Jetzt haben sie unten Hackschnitzel gehackt und vor der Scheune und vor der Jagdhalle endlich einmal Platz gemacht. Jetzt bin ich endlich einmal an den Heuwender gekommen. Den habe ich mir vorhin mit dem K15 raufgeholt. Und ja, da hängt er hinten dran. Schöner kleiner Heuwender am schönen kleinen Bulldog. Wobei ich dazu sagen muss, der Heuwender ist doch recht schwer. Bergauf wird der Krame KA15 vorne rum ein bisschen leicht. Das ist halt so. Auf jeden Fall, ich habe ihn jetzt hier raufgestellt. Ich habe die Reifen schon getauscht. Das geht ganz einfach, ist nichts Besonderes gewesen. Deswegen habe ich es nicht gefilmt. Man löst einfach bloß die große Schraube in der Mitte, zieht das ganze Rad ab mitsamt Felge, lässt die Luft aus die Reifen raus, dann die vier kleinen Schrauben ringsherum geöffnet. Dann kann man die Felge auseinandernehmen und ja, hat eine geteilte Felge, einfach den alten Reifen runter, den neuen Reifen drauf und wieder zusammengeschraubt, Luft drauf, fertig. Kein großer Akt, deswegen habe ich es nicht gefilmt, das wäre Quatsch gewesen. Was ich noch gemacht habe, ich habe schnell einen von den Radträger fixiert. Mit dem Schwerspannstift oder zwei Schwerspannstiften hier. Der war gebrochen, jetzt ist er wieder fest. Das hält auch wieder bombenfest. Ja, und jetzt geht es dran, die Zinken noch zu erneuern, die gefehlt haben. Dazu habe ich einmal dieses schöne Ding, das ist eine Einstelllehre für die Zinken. Da muss ich mal in die Anleitung gucken, wie das gemacht wird, aber ich gehe fast davon aus, so. Auflegen. Und nach dem Winkel dann einstellen, dann wäre ja der schon wieder verstellt. So rum macht es ja keinen Sinn. Das kann ja nur so rum. Ja, eventuell muss ich die dann ein wenig nachstellen. Das müssen wir mal sehen. Ja, sieht man schon. Passt nicht ganz. Ich denke aber so in etwa wird es gemacht. Das werden wir gleich wissen. Bloß da sind ja einige Zinken verloren gegangen. Hier zum Beispiel. Und die waren ja alle vorhanden. Ach, sind ja nur zwei, die gefehlt haben. Und der da. Mit der einzelnen will ich nicht weiterarbeiten, deswegen mache ich die gleich neu. Da habe ich mir einen ganzen Satz bestellt. Und halt einige, die liegen da mit drin. Und da bauen wir jetzt gleich die neuen drauf. Und stellen da nochmal ein. Und das zeige ich euch, wie es geht. Zum Lösen nehme ich, was vielen nicht gefällt, den Schlagschrauber. Das ist mir aber scheißegal. Mein Schlagschrauber hat hinten eine Verstellung. Und die Dinger, die sitzen so bombenfest drauf, das geht nun mal so besser. Bevor hier wieder irgendwelche Beschwerden kommen. So, gelöst. Alte Zinken runter. Alteisen. Neun Zinken her. Gucken, wie rum die anderen drauf sitzen. Autsch. Das ist das Halteblech, da damit mit dem Kegel da, die halten. Einfädeln. Einstellen, festziehen. Anhalten. Passende Winkel suchen. Dann bloß noch festziehen. Eventuell noch mal nachprüfen, das kann man immer noch machen. Falls es mir nachgestoßen ist, passt aber. Ziehen wir hier an.
Und jetzt kommt wieder das No-Go, wo viele sich aufregen. Ja, aber wie gesagt, scheißegal, ich mache das so, wie ich denke. So halten sie wenigstens. Auch auf sanfter Stufe. Der bleibt schon ganz alleine stehen, dann sind die Dinger fest und halten. So. So viel zum Thema, Schlagschraube ist ein Uku. Das kommt darauf an, wie man damit umgeht. Wem es nicht passt, das ist seine Sache. Ich mache das so, weil es funktioniert. So, den Riegel da, den kann man lassen. Den kann man lassen. Hey, der ist neben draußen. Ich setze euch noch mal kurz um, dann seht ihr, was ich meine. Ja, der passt nicht. Den müssen wir anpassen. Passt so zu Streubild nicht. Gewaltig neben draußen. Schaut gut aus. Gut. So, jetzt sind wir alle dran und wieder festgezogen. Und jetzt lassen wir den mal vorbeilaufen. Thank you.
Also das funktioniert schon mal. Dann ist das gut. Dann können wir jetzt den Füttergast noch mal mit Heuwände aufräumen und morgen halt den Heuwände komplett aufräumen. Gespannte Wallen da rein und dann passt es. Aufräumen kann ich nicht am Morgen wieder, das muss heute nicht mehr sein. Zündschlüssel ziehen und gut ist die Sache. Ja, also es funktioniert an dem Schlepper, wenngleich der Heuwender so im zusammengeklappten Zustand relativ schwer ist. Aber wie gesagt, das funktioniert und ja, das muss ich dann nochmal beweisen im Einsatz. Ich denke, das könnte funktionieren. Ja, hier oben ist jetzt ein bisschen dunkel. Versuche mal hier ein bisschen Licht reinzubringen. Ich bin ja gebeten worden, ich soll mal den alten Auspuff vom IHC zeigen. Und bitteschön, da ist das gute Stück. Das ist so ein alter IHC-Auspuff. Da liegt er, also nicht, dass jemand denkt, der wäre nicht mehr vorhanden, der ist noch da. Der passt aber unten vom Maß leider nicht auf den Turbo drauf, sonst könnten wir den verbauen. Aber wir haben den noch. Ist nicht weggekommen. Und der Krümmer müsste eigentlich auch hier oben irgendwo im Regal liegen. Also wie gesagt, schon wieder zu dunkel dafür. Da ist doch der Krümmer. Da liegt er mit. Auch vorhanden. Also ehe hier jemand denkt, es wäre nicht mehr da. Wir haben selbstverständlich den Auspuff noch. Der ist nicht verschollen, der ist nicht weg. Und das habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt, dass wir den noch haben. Jetzt habt ihr nicht gesehen. Noch vorhanden. Leider nicht mehr draufbaubar, sonst müsste der ganze Turbo raus und Auspuffrunde und. Und das machen wir nicht mehr, aber wir haben ihn aufgehoben. Haben ist besser als brauchen. Ja, dann bin ich noch darum gebeten worden, ich soll mal das Öl zeigen, das wir im Kramermotor drin haben. Wollte ich jetzt eigentlich machen, aber ich finde den Kanister nicht mehr. Ich glaube, der war leer. Ist wohl weggekommen. Also was wir an Hydrauliköl drin haben, das ist dieses HVLP46. Im Getriebe ist das da drin. Alles über Granit bestellt. Wir kriegen sie, wie gesagt, in die größeren Dinger. Und wir kaufen wir direkt bei denen. Also ich glaube nicht, dass es der da war. Glaube ich jetzt nicht. Ist zwar für Deutz, Mercedes, Caterpillar, Volvo. Puh. Ne,
nee. Also ich bin mir nicht sicher, es könnte es da oder sein. Ist ein E10 wie 40. Aber fragt mich da nicht so genau. Du hast auch nochmal HLP 46. Oh, Entschuldigung. Das ist in der Hydraulik vom Kramer drin. Nicht das. Das. HLP. Motoröl muss ich mal gucken, vielleicht finde ich es noch, dann kann ich es euch unten drunter schreiben. Das ist übrigens der alte Tankraum, für wer sich jetzt dann fragt, was hier drin los ist. Aber da ist nichts mehr, also nur noch ein paar Ölfässer, ein bisschen Ölreserven, was man hat. Aber India-Tank, die sind alle leer. Da ist schon lange nichts mehr, war früher der Winterdiesel drin und Sommerdiesel. Das haben wir schon lange nicht mehr gebraucht, die Tankstelle fährst du schneller. Und Lagerhaltung, ja, da hast du immer so eine große Rechnung erst einmal. Und den Agrardiesel haben wir sowieso schon lange nicht mehr, weil es ja alles aufschreiben muss. Und ja, dann hat sich das so ergeben, deswegen ist es so. Gut, das dazu. Jetzt habt ihr den Auspuff gesehen, jetzt wisst ihr, was für Öl drin ist. Jetzt gehe ich noch schnell meine Viecher machen. Da einsperren, gemacht also vorhin schon. Und dann ist Feierabend, dann gibt es Abendessen. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende vom Video angekommen. Das gab es jetzt aktuell dann zu sehen, zu machen. Heute bin das, wie gesagt, jetzt fertig. Vom Häckseln hat es leider nicht mehr Video gegeben. Ich habe da noch was zu erledigen gehabt und wie ich dann wieder filmen wollte, dann war es eigentlich schon wieder zu spät. Wir hatten einen kleinen Unfall. Alles gut, die, die im Livestream dabei waren, die wissen es ja. Ich habe es ja geschrieben. Alles wieder gut. Aber da hat es einen Unfall gegeben und dann war das Thema ganz schnell abgehakt wieder für den Tag. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, das mit dem Öl einmal geguckt. Also SAE 15W40 ist im Kramermotor drin. Fragt mich nicht, was genau das für ein Hersteller oder was ist. Die anderen Öle, so wie sie dort stehen. Einmal das GL85 noch irgendwas. Und dieses HLP 46. Das sind die, die auch noch im Kramer drin sind. Ja, ansonsten, ja, die Kurbel vom Allgäuer, da habe ich Fotos gemacht. Die wollte ja auch jemand haben, die Maße. Ich habe Fotos gemacht, ich habe sie vermessen. Bloß, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe zwar aufgeschrieben, dass ich das machen soll, aber ich weiß nicht mehr an wen. Sei so gut und schreib's bitte unter das Video drunter, an wen ich schicken soll, dann kann ich die Bilder gern schicken. Ansonsten stelle ich die Bilder von der Kurbel einfach mal im Discord rein. Das ist vielleicht der einfachste Weg. Und da kannst du dann auch raussuchen. Überhaupt kein Thema. Ja, und ansonsten, wie gesagt, war's das. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle eine schöne Woche. Viel Spaß die Woche. Am Freitag, wenn das nächste Video kommt, habe ich ja dann schon gearbeitet. Bin ich ja mal gespannt. Der erste Arbeitstag. Ich weiß quasi schon, wo ich arbeite, war heute bei meinem neuen Chef. Und zwecks Livestream, da müssen wir auch mal gucken, wann wir das machen, aber das kriegen wir auch noch mal hin. Hatten wir ja jetzt gestern erst. Also entweder ich mache am Mittwochabend noch mal ein oder bei Bedarf dann vielleicht Freitag oder Samstagabend. Das müssen wir auch mal sehen. Ansonsten, ich warte jetzt auf alle Fälle noch auf Rückmeldung wegen meinem Kühler. Da habe ich heute auch noch was erreicht. Es wird jetzt Mitte März werden, bis ich da was weiß. Also der holt mir jetzt dann und wahrscheinlich Mitte März, das soll ich dann nochmal beinahe anrufen. Ist halt so. Welche Zulassung habe ich noch nichts bekommen, da warte ich immer noch auf den Brief. Die 2 Wochen sind ja noch nicht rum, am Freitag wären es 2 Wochen. Dann gehe ich davon aus, wenn es als Brief kommt, dann wird es sowieso noch ein bisschen länger dauern. Also würde ich tippen, nächste Woche Mittwoch vielleicht. Und des Weiteren, ja, sonst gab es eigentlich nichts weiter. Gut, in diesem Sinne sage ich jetzt dann, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis die Tage. Servus.